Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft am Sonntag zu Hause auf die Admira. Es ist das letzte Heimspiel der Saison 2017-2018. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Feiertag in Schwarz-Weiß. Also es geht jetzt wirklich um nichts mehr, wenn man so will. Also wenn es jetzt rein tabellarisch um das geht. Denn unsere Blackies haben den zweiten Platz seit letzter Woche fix. Rapid hat ja sein Heimspiel gegen Salzburg verloren. Und deswegen ist der Vizemeistertitel unseren Schwarz-Weißen auch nicht mehr zu nehmen. Also zum Klapsi kommt auch noch eine sehr, sehr gute Ligaplatzierung hinzu. Die Saison durchwegs positiv für unsere Blackies. Und ja, da kann man in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr schönes und entspanntes Resümee ziehen. So. ja, was gibt's noch Interessantes zu vermelden? Es hat sich wieder mal ein bisschen was getan so in letzter Zeit. Ja, zum einen ist Peter Schul zum Spieler der Saison gewählt worden. Also auf jeden Fall auch von mir. Völlig zu Recht, hier der Applaus an der Stelle. Den Peter Schul hat wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt und ihn hatten wohl die allerwenigsten so richtig auf dem Zettel, dass er so explodieren würde. Denn ganz ehrlich, wenn man sich seine letzten Stationen so mal ein bisschen anschaut, da waren unter anderem der WRC dabei, Admira, Ried, das waren alle keine Top-Vereine für österreichische Verhältnisse schon. Und dort hat er jetzt auch keine konstanten Leistungen die ganze Saison über gebracht und dann im ersten Jahr bei Sturm wirklich dieser raketenartige Aufstieg, also er hat sich auch verdient mit seinen Leistungen, er konnte auch vor allem nach dem guten Herbst im Frühjahr dann sogar nochmal für meine Begriffe einen Zahn zulegen, war in den entscheidenden Partien dann wirklich auch immer da und deswegen auch völlig zu Recht hat er wirklich den ersten Platz da abgeräumt vor Leiner und Berischer von den Salzburgern, also von dem her große, große Ehre und natürlich wirklich vollkommen zu Recht an der Stelle. So, das nächste, was auf dem Programm steht, ist, dass uns ein Schwarz-Weißer verlassen wird in der kommenden Spielzeit. Also, das steht jetzt auch schon fest. Marc-André Schmerböck, selber eigentlich aus der Sturmjugend, verlässt unsere Schwarzen und ja, wechselt zu den ebenfalls Schwarz-Weißen nach Wolfsberg. Also, er findet den Weg über die Pack und geht zum WAC. Verständliche Sache, Schmerböck zum einen lang verletzt und im Endeffekt hat es dann nie so ganz geschafft, dass er dann wirklich an seiner starken Konkurrenz am Flügel vorbeikommt. Man hat einen Jakob Janscher, einen Thorsten Röcher, wie sie alle heißen. Also die Konkurrenz ist enorm und ja, Schmerböck ist da so ein bisschen immer so das hintere Rädchen gewesen am Wagerl. Also von dem her ist es verständlich. Ich wünsche natürlich auch ja, dem Marc alles Gute an der Stelle, dass er in Wolfsburg eine erfolgreiche Zeit hat. Ein Stammplatz sollte einem so talentierten Spieler, wie er es trotzdem ist, finde ich, dort sicher sein. Also, so viel mal dazu. Und dann kommen wir eben jetzt noch zum Spiel gegen die Admira morgen. Es geht um die goldene Ananas. Die Admira auf Platz 5 wird auch die Saison zu 99,9% auf dem 5. Platz beenden. Ja, mit 6 Punkten Rückstand auf den LASK und dem deutlich schlechteren Torverhältnis sollte da auch nach oben nichts mehr gehen. Nach unten ist man abgesichert, also Mattersburg ist auch außer Reichweite. Von dem her, ja, wird das auch kein Problem sein. Was natürlich auch hinzukommt, ist der Abschied von Christian Grazer. Der wird ja, wie man weiß, seine Karriere beenden im Sommer. Und ja, man darf gespannt sein, ob oder besser gesagt, wann er einen Einsatz bekommt. Er hat ja bei der Pressekonferenz gesagt, dass er es abgelehnt hat, von Anfang an zu spielen. Heiko Vogel hätte ihn aufgestellt, aber eben aufgrund Punkteprämien. Und da man das Spiel gewinnen will, möchte man da wirklich auch den bestmöglichen Kader zur Verfügung haben. Also natürlich eine sehr große Geste von Grazer an der Stelle, der hier wirklich eine sehr tolle und lange Karriere bei Sturm gehabt hat. Also er wird bestimmt noch ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen, da bin ich ziemlich sicher. Und ja, ich denke, man wird ihn auch im Stadion gebührend verabschieden. Ja, und ansonsten kann man da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Partie, ein sehr cooler Spieltag. Und ja, ich hoffe eben, dass die Schwarz-Weißen das auch noch erfolgreich gestalten können und dass man eben gegen die Admira mit einem Sieg dann auch die Heimsaison zumindest jetzt mal beenden kann. Von dem her war es das dann auch schon wieder bei mir, von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.